Der Arbeiter-Samariter-Bund ASB hat bereits gebuchte Erste-Hilfe-Kurse gegenüber der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag abgesagt. Der Bundesvorsitzende des ASB, Knut Fleckenstein, nennt als Grund für die Absage, dass aus seiner Sicht die Positionen der AfD mit den Werten, die der ASB seit seinem Bestehen vertrete und die zudem in seiner Satzung verankert seien, nicht vereinbar wären. Michael Espendiller, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, sieht im Verhalten des ASB-Vorsitzenden einen politischen Hintergrund. Fleckenstein sitzt für die SPD im Europäischen Parlament. Es geht bei der Ausbildung von Ersthelfern unter den Mitarbeitern der AfD-Fraktion eigentlich nicht um Politik, so Espendiller. Es geht darum, Menschen zu befähigen, anderen Menschen in Notsituationen helfen zu können. Im Zweifel geht es darum, Menschenleben zu retten. Die Absage mit den Werten des ASB zu begründen, ist zynisch. Espendiller verweist auf das Leitbild des Arbeiter-Samariter-Bundes. Dort heißt es, Zitat, der ASB ist als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation politisch und konfessionell ungebunden. Wir helfen allen Menschen, unabhängig von ihrer politischen, ethnischen, nationalen und religiösen Zugehörigkeit. Zitat Ende. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.